Carla, bin diplomierte Wildkräuter-Expertin, habe die Ausbildung letztes Jahr bei der Stefanie Gross-Blau abschliessen und möchte euch heute ein Rezept von mir präsentieren. Und zwar machen wir miteinander ein Einsiedler-Ofentourli. Ich frage euch sicher, was das ist. Ich bin Einsiedlerin und wohne auch hier. Und wir haben in Einsiedlern und auch der Umgebung kennt man das, ein Gericht, das eben Ofentourli heisst. Und in der neuen Sprache würde man dem sagen, ein gedörrter Fladen. Und zwar ist das ein uraltes Gericht, wo früher vor allem die ärmeren Leute an besonderen Tagen oder Viertag gekocht haben. Die es sich können leisten konnten, haben noch ein paar Speckwürfel reingetan. Die lassen wir heute weg, wir machen eine vegetarische Version. Das Ofentourli ist im Prinzip ein Käsekuchen. Der Teig ist aber nicht aus Mehl, wenn ihr das sonst kennt, sondern man nimmt dazu Hülsengummi. Hülsengummi sind geschwellte, die dürfen auch vom Vortag sein. Ein bisschen Mehl braucht es, um zu binden. Wir tun Salz und Pfeffer dran und geschwellte dann passieren und das Ganze gibt dann einen Teig. Den Teig können wir nachher ausstreichen. Ich habe hier eine Form, die ist 28 cm. Die habe ich eingefettet und habe ein Backpapier unten rein getan. In die Füllung hinein kommt, wie beim Käsekuchen sonst auch üblich, Käse. Ich habe hier zwei verschiedene. Einen sehr rezenten Alpkäse, hier aus der Umgebung bei uns. Und einen etwas milderen vom gleichen Hof. Eier, Zwiebeln, Wärme, Knoblauch, Geschmackssache. Das Ganze tun wir dann auch wieder würzen mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss und ich habe ein bisschen Rahm auf der Seite. Manchmal muss man den Teig ein bisschen verdünnen. Und dann kommt eben das dazu, was nicht original ist. Das sind nämlich unsere Wildkräutchen, die tun wir da jetzt integrieren. Ich habe als Basiskraut, finde ich immer, eignet sich sehr gut, Brennnesseln. Die obersten Spitzchen, ganz frisch jetzt im Frühling. Die tue ich nachher ein bisschen schneiden, ein bisschen anbröteln zusammen mit den Zwiebeln. Und ein Kraut noch ein bisschen für die Würze. Eines von meinen Lieblingskräutchen, die mich kennen, wissen das, ist die Gundelrebe. Ich finde wirklich, Gundelrebe kann sogar mit dem rezenten Alpkäse, den ich hier habe, nämlich aufnehmen. Dann habe ich noch ein bisschen Knoblauchraupen gefunden heute Morgen. Da wächst gerade bei mir um die Hausecke. Auch das ein wunderbares Würzkraut. Ich tue euch das jetzt vorbereiten und mache nachher gerade weiter mit euch. So, ich habe meine geschwellte geschält und dann, wie gesagt, aus Passfeed passiert. Mit ein bisschen Mehl, zwei Esslöffel habe ich jetzt hier genommen, vermischt zu einem Teig. Wie gesehen, das ist schön kompakt. Das werden wir jetzt nachher in unserer Form ausstreichen. Währenddessen tut da hinten meine Zwiebeln in der Pfanne schon ein bisschen bröteln. Ich habe mich gegen den Knoblauch entschieden, da ich auch schon Gundelrebe und Knoblauchrauken drin habe. Habe den Käse gerieben, der ist hier parat. Und jetzt haben wir auch noch unsere Kräutchen. Die tue ich jetzt, sobald der Böden ein bisschen verbräutelt hat, und ich noch dazu an. Ihr seht, es sind so gut zwei Handvoll, auf die Menge, die wir jetzt hier haben. Voilà. In dieser Zeit machen wir unsere Füllung weiter. Das ist, wie gesagt, der Käse, den wir angerieben haben. Ich tue jetzt noch mal drei Eier dazu. Was es ganz sicher braucht, ist Pfeffer, finde ich. Ihr dürft auch die Chili dran tun, damit ihr es scharf habt. Und alles, was mit Käse zu tun hat, hat für mich Muskat. So. Das kippt hier schön zusammen langsam. Kommen wir zu unserem Teig zurück. Das geht fast am besten, wenn man den wirklich von Hand auspresst. Ihr seht, das verteilt sich dann hier in der Form. Wichtig und gut wäre es, wenn er überall gleichmäßig drin wäre.
auch so ein bisschen Rand aufziehen. Den haben wir noch vorher eingefettet, dass wir ihn dort gut auch wieder lösen können nachher. So sieht das noch aus, wenn das so weit ist. Jetzt tun wir noch unsere Kräutchen. Böllen noch Zwiebelmischung, je nachdem, wie man dem sagt. In dieser Zeit kann der Backofen schon heizen. Stellt dann auf 180 Grad ein, wenn ihr Hände umluft und zuschubbern und unten. Funktioniert das auch beides. Das sehen wir hier schon. Das ist jetzt eben der Rahmen, den ich vorher angekündigt habe. Also auch hier bräuchte ich es jetzt. Ein bisschen Raum. Salz würde ich da nicht mehr zu viel dran tun. Ich habe hier ganz einen rezenten Alpkäse genommen. Der sollte genug Würze geben. So sieht das nicht aus. Das Ganze verteilen wir hier. Den Teig, den wir vorbereitet haben. Streichen das noch ein bisschen aus. So sieht das aus. Ab in den Ofen damit. Etwa 40 bis 50 Minuten braucht er, bis der Teig schön knusprig ist. Ich zeige euch nachher, wie es rausgekommen ist. So sieht das aus, wenn es zum Ofen rauskommt. Es war jetzt gut 45 Minuten im Ofen, wovon die letzte Viertelstunde nur mit Unterhitze. Ich habe gemerkt, dass er oben ziemlich schnell dunkel wird und unten der Teig, wie gesagt, wird ja schön knusprig sein. Das probieren wir jetzt. Und so aus, ob wir genug gefettet haben. Das kann entweder zu Mittag oder zu Nacht sein. Wenn ihr kleine Hand- oder mundgerechte Stückchen schneiden könnt, könnte es auch ein deftiger Apero sein, mit einem feinen Glas Weissen dazu. So sieht das innen aus. Ich empfehle euch die Variante lauwarm zu essen. Und habe jetzt hier ein Bittersalat dazu gemacht, um die doch in der schwere Kost gut zu verdauen. So sieht das aus. Ich wünsche euch einen guten, viel Spass beim Ausprobieren. Bin gespannt, ob es euch schmeckt. Tschüss miteinander!